Schnäppchen. Wenn ihr euch mit unserem Code Dr. Watson ein 2-Jahres-Abo holt, dann bekommt ihr nicht nur, wie üblich, einen Monat geschenkt, sondern zusätzlich noch ein 1-Monats-, ein 1-Jahres- oder sogar ein 2-Jahres-Paket obendrauf. Es gibt also Minimum 2 Monate gratis und wenn ihr Glück habt, sogar noch mehr. NordVPN ist super leicht auf Smartphone, Tablet oder Computer installiert und ermöglicht es euch, verschlüsselt mit anderen Lebensformen zu kommunizieren. Dafür müsst ihr keine neue Aliensprache erfinden. Außerdem könnt ihr Webseiten vorgaukeln, dass ihr in über 60 verschiedenen Ländern seid. Ihr könnt also ganz bequem Serien und Filme wie zum Beispiel It's Always Sunny in Philadelphia schauen, die eigentlich nur in den USA verfügbar sind. Wie immer gilt, NordVPN speichert nicht, auf welchen Websites ihr unterwegs seid und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann habt ihr 30 Tage Zeit, um es euch anders zu überlegen und euer Geld zurückzubekommen. nordvpn.com/drwatson und beim Checkout den Code Dr. Watson benutzen, dann bekommt ihr mindestens 2 Monate NordVPN gratis, mit etwas Glück sogar noch mehr. Und damit zurück zu unserer Aliensprache. Neben Mathematik gibt es noch eine zweite Sache, die Aliens wahrscheinlich auch kennen. Und das sind Atome. Wasserstoff, Sauerstoff, Gold, Uran. Wir gehen davon aus, dass die uns bekannten Elemente überall im Universum gleich existieren. Daher verwenden mehrere unserer Nachrichten an Aliens Elemente als Maßeinheiten. In den 1970er Jahren sind 2 Pioniersonden mit Plaketten ausgestattet und ins All geschickt worden. Diese Plaketten funktionieren wie eine Art Visitenkarte der Menschheit und haben 4 Bereiche. Einen, der uns Menschen zeigt, einen, der unsere Position in unserem Sonnensystem und den Weg der Sonde zeigt, sowie einen, der unsere Position im Weltall anhand der Distanz zu einer Handvoll Pulsaren zeigt. Und dann gibt es noch eine Art Übersetzungsanleitung. Und die ist wirklich super offensichtlich. Da sieht man auf den ersten Blick, dass das 2 Wasserstoffatome sind. Und es weiß ja auch jeder, dass dieses Atom gelegentlich sein Energielevel ändert und beim hyperfeinen Strukturübergang einen elektromagnetischen Impuls von ca. 21 cm Länge und 0,7 Nanosekunden aussendet. Grundschulwissen, oder? Okay, Spaß beiseite. Tatsächlich ist das gar nicht so doof. Denn dieser Impuls ist überall gleich, egal wo du dich im Universum befindest, und Wasserstoff ist das Element, das im Universum am häufigsten vorkommt. Wenn die Aliens also irgendwas über die Naturgesetze wissen, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie mit genau diesen Werten vertraut sind. Daher verwendet die Plakette diese Einheit als Längen- und Zeiteinheit. Die Frau ist zum Beispiel 8 dieser Wellenlängen groß, also ungefähr 1,68 Meter. Auch die Schallplatten an Bord der Sonden Voyager 1 und 2, die wenige Jahre nach den Pioniersonden gestartet sind, arbeiten mit dieser Maßeinheit. Übrigens, die Voyager-Sonden sind die von Menschen gemachten Objekte, die am weitesten draußen im Weltall sind. Die Schallplatten an Bord transportieren 116 Fotos, Ton-, Musik- und Videoaufnahmen sowie Begrüßungen in 55 verschiedenen Sprachen. Hola, ¿qué tal? Und was echt mega intelligent ist, in den Voyager-Sonden ist ein bisschen radioaktives Material. Denn die Zerfallsgeschwindigkeit dieser Atome ist ebenfalls universell. Anhand der kleinen Probe könnten potenzielle Aliens ermitteln, wie alt die Sonde ist. Egal, ob sie die seltsame Zeichensprache auf der Platte entschlüsseln konnten oder nicht. Eine richtige Sprache, die auch komplexe Phänomene beschreiben kann, ist das aber natürlich noch nicht. Geht da noch mehr? Die kurze Antwort ist ja. Die lange Antwort, nun ja, lass es mich erklären. Es gab bereits mehrere Versuche, mit Aliens in Kontakt zu treten. Eine der bekanntesten interstellaren Botschaften ist die Arecibo-Botschaft. Sie hat eine lange Reihe aus Nullen und Einsen, also Signalen und Nichtsignalen, ins Weltall gesendet. Wenn man erkennt, dass die Gesamtsumme von diesen 1679 Nullen und Einsen das Produkt aus beiden Primzahlen 23 und 73 ist, dann hat man die Nachricht schon zu einem Drittel entschlüsselt. Wenn man dann auf die Idee kommt, ein Rechteck mit diesen Kantenlängen zu zeichnen, kann man anschließend ganz bequem mal nach Zahlen spielen. Einsen werden ausgemalt, Nullen nicht. Heraus kommt eine stilisierte Zeichnung eines Menschen, einer DNA-Doppelhelix, eines Kohlenstoffatoms und eines Teleskops. Obviously. Fun Fact hierzu, der Erfinder Frank Drake hat die Grundidee mit der Primzahl und den Pixeln zuvor an Kollegen getestet. Und nur einer von 9 hat die Nachricht entschlüsseln können. Und das waren alles Menschen. Die Nachricht wurde zwar überarbeitet, bevor sie ins All geschickt wurde, aber wer weiß, ob Aliens das jemals entschlüsseln können. Mal abgesehen davon, dass die Chancen sowieso gering stehen, dass sie überhaupt jemand sieht. Selbst wenn es im angepeilten Sternencluster, Messier 13, tatsächlich Leben geben sollte, wird sich dieses Cluster bereits weiter bewegt haben, wenn das Signal in 25.000 Jahren beim heutigen Standort ankommt. Aber auch das, was da per Funk gesendet wurde, taugt nicht wirklich als Sprache, um komplexe Ideen zu vermitteln. Es sind immer nur Informationen, die dem Gegenüber wenig darüber sagen, was wir wollen.
außer vielleicht, dass wir reden wollen. We need to talk. Mit YouTube Premium kannst du so viele Videos ansehen, wie du willst, ganz ohne Werbeanzeigen. Tauche ein in deine ganz eigene Welt mit Videos ohne Unterbrechung. Jetzt kostenlos testen. Darauf bin ich wirklich sehr gespannt. Jemand läuft gerade durch die Stadt und hat keine Ahnung, dass sich sein oder ihr Leben für immer ändern wird. Entschuldigung, Miss, könnte ich 2 Minuten von Ihrer Zeit haben? Ich komme zu spät zur Arbeit. Wenn Sie mir 2 Minuten geben, müssen Sie nie wieder arbeiten. Ja, richtig. Bis später. Schönen Tag noch. Vielleicht wird das schwieriger, als ich dachte. Ich bin Ingenieur, kein Verkäufer. Vielleicht sollte ich... Nettes Auto, Mann. Danke. Willst du auch eins? Ich wünschte. Komm für eine Sekunde her. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vor der Kamera stehen möchte. Ist das fürs Fernsehen oder so? Nein, wir haben ein kleines Finanzunternehmen und werden es...